Hallo, hier ist Semino Rossi und jetzt kommen eine neue Folge von Schlagernews. Liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Schlagernews-Ausgabe hier auf Gute Laune TV. Ich bin Caroline Wölz. Und gleich zu Beginn möchte ich wieder mit einer Quizfrage starten, die wir dann am Ende der Schlagernews auflösen. Es ist ja so, nicht jeder Künstler wird von Haus aus mit einem attraktiven Namen ausgestattet, also muss man ein wenig nachhelfen. Deshalb also von mir die Frage. Welcher erfolgreiche Künstler verbirgt sich hinter dem bürgerlichen Namen Antonio Schinzel? So, jetzt dürfen Sie sich aber erstmal auf unsere Themen freuen. Im Interview der Woche haben wir Tanja Lasch. Es gibt natürlich auch den Klatsch und Tratsch mit einem neuen Schlagerazzi, präsentiert von schlager.de. Ganz himmelblau wird es mit unserer CD der Woche von Anna-Maria Zimmermann. Und Henk van Damme singt vom Frühling in Amsterdam in unserem Clip der Woche. Es war der Frühling in Amsterdam. Ich kam als Junge und ging als Mann. Nur deine Liebe war schuld daran. Denn es war Frühling in Amsterdam. Die erfrischende neue Nummer von Henk van Damme, dem holländischen Semino Rossi. Frühling in Amsterdam ist unser Clip der Woche, läuft aktuell auf unserer Homepage und bis zu 6-mal am Tag im Programm von Gute Laune TV. Frühling in Amsterdam ist eine Single-Auskopplung seines am 26. Mai erschienenen Albums Wegen ihr. Übrigens ist Henk van Damme in Holland ein gern gesehener Dauergast in zahlreichen TV-Shows, Radiostudios und ist selbst auch als Moderator unterwegs. Seit 2014 arbeitet er an seiner Karriere in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hat hierfür den renommierten Produzenten Alfons Weindorf an seiner Seite. Anna-Maria Zimmermann erfüllte sich einen Lebenstraum. Sie reist nach Los Angeles und ließ das kalifornische Lebensgefühl auf sich wirken. Deine himmelblauen Augen bringen mich den Himmel immer wieder nah. Dieses himmelblau ist kaum zu glauben. Du bist einfach wunderbar. Sie kam inspiriert zurück und arbeitete an einem neuen Album, das nun fertig ist, heißt Himmelblau, und das ist unsere CD der Woche. Mit dem neuen Album kam dann auch ein neuer Produzent, und zwar Helmut Rüßmann, der schon für die Erfolgsgeschichte von Wolfgang Petri verantwortlich war. So, und Wolle Petri wiederum hat für Anna-Maria Zimmermanns neues Album ein paar Songs komponiert. Drauf zu finden sind insgesamt 14 Titel, und Anna-Maria Zimmermann wäre nicht Anna-Maria Zimmermann, wenn wieder eine Menge tanzbarer Popschlager drauf wäre. Seit dem 19. Mai gibt es also Himmelblau im Handel, und den dazugehörigen CD-Tipp von unserer Musikredaktion finden Sie auf unserer Homepage. Hallo, hier ist Laura Wilde und ich schaue Schlagernews immer auf Gute Laune TV. Viel Spaß dabei. Liebe Zuschauer, es ist eine Sensation am Volksmusikhimmel, denn Marianne und Michael gehen nächstes Jahr wieder auf Tournee, also 2018. Sie präsentieren die lustigen Musikanten unterwegs. Neben ihnen als Gastgeber sind mit dabei unter anderem Angela Wiedl, die Schäfer und Ronny Weiland. Der Vorverkauf ist schon gestartet, also wenn Sie ein Ticket möchten, sichern Sie sich das jetzt, denn ich möchte behaupten, dass das ganz schnell ausverkauft ist. Aller guten Dinge sind drei. Butzbach in Hessen, Schlosshof, 25. August. Ja, was ist denn da? Das kann ich Ihnen sagen, da ist ein großartiges Open Air mit zwei herausragenden Künstler-Acts. Zum einen Christina Stürmer. Hallo, hier ist Christina Stürmer und ich freue mich schon extrem auf den 25. August. Und Glasperlenspiel. Hallo zusammen, wir sind Glasperlenspiel. Und wir sehen uns am 25.8. in Butzbach auf dem Schlosshof. Wir freuen uns sehr auf euch. Ho, das sind ja nochmal aller guten Dinge sind drei, denn zwei Tickets.
eine Übernachtung vom 25. auf den 26. August im Hessischen Hof. Und drittens ein Meet and Greet. Und alles, was Sie dafür tun müssen, ist auf unsere Homepage zu gehen und das Gewinnspielformular auszufüllen. Ich drück die Daumen. Einer der großen Stars der Ballermann-Szene ist Mia Julia. Vor kurzem erst wurde der Ballermann Award verliehen und bei dieser Veranstaltung war natürlich Mia Julia und die Dani. Die hat Mia Julia vor Ort getroffen, hat natürlich die Gelegenheit genutzt, um ein Foto zu machen und hat uns das geschickt. Tata! Wir danken dir, liebe Dani, für deinen Schlagerazzi. Wenn auch sie auf irgendeiner Veranstaltung, auf einem Konzert oder vielleicht im Supermarkt ihre Lieblingskünstler getroffen haben, machen Sie ein Foto. Wenn Sie das schon getan haben, schicken Sie uns das an schlagerazzi@gutelaunetv.de. Spätestens seit ihrem Coverhit Die immer lacht ist Tanja Lasch für viele Schlagerfans eine gute Anlaufstelle für Songs mit Ohrwurmgarantie. Die Tochter von Burkhard Lasch, der schon für viele namhafte Künstler komponiert und produziert hat, wie zum Beispiel die Pudis, hat nach der Schule Musik studiert und ist mittlerweile selbst als Songschreiberin sehr erfolgreich aktiv. Auch die Lieder zu ihrem aktuellen Album Herzkino hat sie selbst geschrieben, hat damit ihre Qualitäten als Songschreiberin bewiesen und genau darüber habe ich mich mit ihr unterhalten. Mein Ding ist natürlich absolut der Gesang und aber auch das Schreiben von Texten, denn ich mache meine ganzen Lieder, also ich sag mal auf dem neuen Album, neun Songs habe ich selbst geschrieben, selber und deswegen ist das natürlich so eins, also ich möchte das, was ich singe, auch authentisch rüberbringen und deswegen schreibe ich das auch selbst. Das komplette Interview mit der Frau von Fantasy-Mitglied Martin sehen Sie am 31. Mai in Schlager aktuell ab 20.15 Uhr. Nun kommen wir zur Quizauflösung meiner anfangs gestellten Frage. Welcher große und bekannte Künstler hinter dem Namen Antonio Schinzel steckt? Und es ist Christian Anders. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Wenn Sie es gewusst haben, Kompliment, das war ja wirklich nicht so ganz einfach. So, die Schlager-News möchte ich mit unserem Spruch der Woche ausklingen lassen, der da heißt: Ich habe so viel über die bösen Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen, dass ich beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören. Servus, alles Gute, danke fürs Zuschauen, ich freue mich aufs nächste Mal. Servus, mein Name ist Stefanie Hertel und ich habe die große Ehre, auf diesem wunderbaren Sender Gute Laune TV zu moderieren. Meine Sendung heißt Stefanie Hertel mittendrin. Und da sind Sie immer dabei, wenn irgendwo der Schlagerbär tobt. Immer dabei sind Sie auch, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und das können Sie ganz einfach mit einem Klick und natürlich kostenlos. Und zwar hier. Wenn Ihnen der Clip gefallen hat, dann natürlich gerne Daumen hoch. Und wenn Sie gerne auch den nächsten Clip sehen wollen, dann klicken Sie einfach hier. Viel Spaß, Ihre Stefanie Hertel.